Donatian Alrik von Terelia, Graf von Elborum alias der Magiergraf von Edas. Der jüngere Sohn der elburischen Gräfin wurde 556 Bosporans Fall während der Herrschaft Rohals geboren und schlug früh die Laufbahn des Akademie-Magiers ein. Nach einem unterdrückten Skandal, vermutlich um die Verfechtung schwarzmagischer Theorien, ging er an die aranische Schwesterstadt Sylla und von dort in die sylanische Kolonialsiedlung Charypso auf Altum und bekämpfte die Moha-Stimme des Hinterlandes, was ihm den Titel eines Markgrafen des charyptischen Vorposten Edas eintrug. Im aventurischen Süden kam er auch eng in Kontakt zu einem Kult der Belkulee, dessen Mitglied er etwa 580 wurde. Mit einem beträchtlichen Vermögen heimkehrte, stieg er trotz des inzwischen verdrängten Skandals rasch in der elburischen Magierakademie auf. In dieser Zeit entstand auch angeblich, durch im Rausch empfangene Eingebung, die meisten seiner Bücher, die er im Geiste der Belkulel-Verehrung, die eigensüchtige Suche nach Genuss, durch das Quälen Schwächerer als Zeichen der Stärkeren verherrlichte. Sein erfolgreichstes Werk war dabei der Zweiteiler Die beiden Brüder aus den Bänden Der Nachteil der Demut und Der Vorteil des Stolzes, die von zwei magiebegabten, völlig gegensätzlichen Brüdern handeln, die ihre Menschlichkeit des einen verhöhnten und der Machtwillen des anderen glorifizierten. Erst nach Ausbruch der Magierkriege, als ihm die Tragweite seiner eigenen Werke deutlich wurde, stellte er sich auf Seiten Borberats, ohne wesentlich zu dessen Kriegsanstrengungen beizutragen. Nach den Kriegen aus Aranien verjagt, verschwand er, der stets als Graf von Edas publizierte, aus dem Blick der Öffentlichkeit. Seine übrigen Werke, namentlich Schwarze Magie, ihre wichtigsten Rituale und Philosophie im Lehrsaal, sind trockene Komplikationen der Magie der linken Hand bzw. Magierphilosophie ohne die mitreißende Wirkung seiner früheren Bücher. Aus der Enzyklopädia Magica, Band 2, vierte Kuslicker Auflage von 790 Bosporans Fall. Und so erreicht ihr die Weiße Stadt. Bereits von außen könnt ihr erkennen, dass sie wohl atemberaubend schön sein muss. Das letzte Mal hattet ihr noch einen schalen Beigeschmack auf eurer Zunge. Doch aber sind die Fliegen verschwunden und mit jedem Monat, der vergangen ist, hat wohl tatsächlich die Sultana Ephemia ihren Teil dazu beigetragen, die Stadt etwas hübscher aussehen zu lassen. Nur dieses bäuerliche Viertel, das direkt vor euch liegt, hat wohl noch nicht so sehr viel Geld gesehen. So allerdings könnt ihr mit euren Pferden auf die Stadttore zureiten und seht die ersten Wachen davor. Ich muss sagen, Seraphim, ihr habt ein wenig übertrieben, was die Standhaftigkeit dieses Ortes angeht. Naja. Es gibt schönere Orte. Nun, dies zweifelsohne, aber Schwärme von Fliegen und der Gestank von Verwesung und wie habt ihr das noch alles genannt? Nicht unbedingt das Bild, das ich mir von hier aus ergibt. Naja, das kann ja noch kommen. Interpretiere das nicht falsch, das ist ein Drecksloch. Das wirst du auch noch sehen, sobald du durch die Stadt läufst. Nun, hoffen wir einmal, dass wir nicht allzu viel davon sehen müssen dann. Wo wollen wir denn genau? Außer in die Akademie oder sonst? Soweit ich mich an die Planung erinnern kann, sollte Serpentilio in meiner Begleitung in die Akademie gehen und sich dort umhören. Und eigentlich sollten wir auch nicht gemeinsam durchs Tor treten. Ich schaue mich mal um, ob da noch mehr los ist. Ja, also du kannst direkt vor dem Viertel Fellerkant eine ganze Menge Handwerker erkennen, aber wohl auch Pilger. Wir haben zwar keine Festspiele zu Ehren der Hesinde, so wie es dann sicherlich im Rondra der Fall war, als dann hier das merkwürdige Kraut im Hafen geblüht hat. Aber ja, doch Pilger wirst du eine ganze Menge erkennen, vielleicht 50, 60 Stück, die hier in Zelten davor untergebracht sind. Einige Händler, die dabei sind, irgendwelche Marktschreier, die zwischen den Zelten umherlaufen, Musiker, Tänzer, Scharlatane, also bereits vor der Stadt kannst du einiges an Leben auch erkennen, sodass man dann hier auch untertauchen könnte und auch die Wachen hier bereits keinen Verdacht schöpft, wenn ihr euch jetzt hier trennt. Nun,
Nun, dann sollten wir vielleicht hier abbiegen. Abelmir, wolltet ihr nicht versuchen, die Stelle zu finden, von der aus das Gemälde entstanden ist? Ja, das wäre eine gute Idee. Wer will mich begleiten? Ich würde mit euch kommen, um nicht mit Serpentilia und Diamantis gesehen zu werden. Nun gut. Auf jeden Fall sollten wir in der Tat getrennt in die Stadt einreisen. Wie finden wir uns wieder? Das sollten wir auf jeden Fall klären. Nun, zum einen sollten wir wohl einen Treffpunkt ausmachen, an dem wir uns im Fall aller Fälle sammeln. Wie wäre es mit ihr? Ihr wisst schon, in, sagen wir, 2 bis 3 Tagen, kurz vor Sonnenuntergang? Ich bin nicht sicher, ob das nicht zu lang ist. In der Zeit könnte euch weiß Gott was zugestoßen sein. Treffen wir uns doch am Marktplatz, am Hauptplatz. Es gibt doch immer einen Hauptplatz in jeder Stadt. Zur Mittagsstunde immer. Ich meine, es gab einen Park gegenüber der Baustelle des Raya-Tempels. Ich denke, er wird verschiedenen Schichten offen stehen und vielleicht vor Sonnenuntergang? Aber auf den Hauptstraßen haben doch die ganzen Wachen von dieser, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, patrouilliert. Vielleicht suchen wir uns einen Ort, der abseits der Hauptstraßen ist. Wir waren, diesen Ort kennen eben nur ich und Rafim, aber dort haben wir uns, das ist eine kleine Seitengasse, sehr verzweigt, viele Gassen und kaum Ausgänge, aber... Wisst ihr eine Schenke oder ein Gasthaus von eurem damaligen Besuch? Nein, die haben wir nicht aufgesucht. Ich weiß nur noch, wo diese Hexe gelebt hat, Rafim. Da, wo wir auch diese andere Hexe getroffen haben. Warum gab es hier eigentlich so viele Hexen? Nun ja, es ist Aranien. Sie müssen hier nicht so versteckt auftreten. Naja, lass mich mal eben überlegen. Oh, keine Ahnung, wo das war. Ja, das ist scheiße. Vielleicht an irgendeinem Tempel. Der Effa-Tempel. Ist direkt am Hafen. Ja, klingt doch gut. Und so viel wie da sicher los ist, können wir auch problemlos in der Menge untergehen. Außer natürlich Rafim, aber so wird er uns unser Leuchtturm sein. Dann finden wir uns. Und zu welcher Zeit wollen wir uns dort treffen? Sagen wir doch eine Stunde nach Sonnenuntergang. Da wird dann sicherlich keine Menschenmenge mehr unterwegs sein, aber... Ich würde auch vorschlagen, zur Mittagszeit, wenn die Sonne preis mal am höchsten steht. Die Sonne wird zumindest bald untergehen. Wir haben schätzungsweise die 17. Stunde, nachdem wir einen ganzen Tag gereist sind. Außerdem, Kapitän, ja, wisst ihr ja, dass ich über vielfältige Möglichkeiten verfüge, euch eine Nachricht zukommen zu lassen. Gewiss, aber ich könnte zwar Rafim erreichen, aber bedauernswerterweise nicht euch. Nun, falls die Kommunikation zwischen uns sich als schwierig erstellt, klärt noch einmal bitte mir unmissverständlich ab, was genau ihr von uns erwartet in die Bibliothek. Nun, die Akademie wurde offenbar von Donatian von Terilia gegründet. Ich halte es für möglich, dass er vielleicht in das Gebäude einige seiner Geheimnisse eingebaut hat. Ich setze keine allzu großen Hoffnungen in die Bibliothek, obwohl ihr natürlich auch sehen solltet, was dort noch an Werken vorhanden ist. Aber ich denke, es ist eher das Gebäude an sich, das uns interessieren sollte. Vielleicht steht da auch irgendwas über dieses verfluchte Yerkesh. Und ihr sucht diese Brüder auf, nicht wahr? Ja, wir versuchen, diesen Buchladen zu finden. Nun gut, wir verschaffen uns Zugang und versuchen herauszufinden über Donatian von Terilia, was wir können. Oder sollte dies scheitern, so viel wir können über das Gebäude und seine Erbauung. Ja, ansonsten die üblichen Dinge. Der 10-mal El-Sulef. Der 7. Schleier. Meint ihr, Decknamen sind angebracht? Zumindest für diejenigen, die schon in der Stadt waren?
Ja, ich denke schon. Naja, dann machen wir es einfach. Ich bin Tag von Keckrauch, ich war mal König. Überzeugend. Dann bin ich Sulman. Nennt mich Goryeo. Ich werde meinen alten Namen annehmen, Tionin. Ich denke, Layla könnt ihr euch gut merken. Nun, ich denke nicht, dass es notwendig sein wird, aber... Also ich war noch nicht in der Stadt, soll ich mich jetzt auch umbenennen? Nee, du solltest dich als Ippolita von Gareth vorstellen und gucken, wie viel Aufmerksamkeit wir in 5 Minuten erzeugen können. Guter Vorschlag. Sei nicht so scheiße zu mir, ja? Ich hab nur gesagt, dass ich hier noch nicht drinne war und dass die mich nicht kennen. Ja, denk dir was aus. Ich kann mich auch nackt ausziehen und unsichtbar machen, wenn du willst. Dabei grinst du dich forsch an. Vielleicht kommen wir darauf zurück. Ja. Die Idee sollten wir auf jeden Fall nicht verwerfen. Ja, na klar. Also, denk dir irgendwas aus. Alrike. Ich bin Alrike. Ja, da habe ich ein paar mehr getroffen. Alrike aus Gareth. Mann, ist das lustig. Nun, unglücklicherweise werde ich der Entdeckung halber trotzdem als Magier in die Stadt anreisen müssen. Da kommt kein Weg dran vorbei. Aber für euch, Diamantis, ist es noch nicht zu spät, nicht wahr? Ach so, soll ich euch jetzt eigentlich begleiten oder soll ich bei Raphim mitlaufen oder wie hättet ihr das jetzt? Das interessiert für euch selber entscheiden, denke ich mal. Interessiert ihr euch für eine praktische Lehrstunde in Bibliotheksrecherche? Ansonsten schlage ich vor, dass ihr euch eher an euren erwählten Lehrmeister haltet. Ja, also ich glaube, das, was Raphim macht, ist lustiger, aber ich glaube, wenn wir wirklich heldenhafte Dinge tun wollen, dann kann ich euch in der Bibliothek vielleicht doch besser zunutze sein. Aber ich werde Raphim vermissen. Ich gehe doch nicht mit unserem Magier mit, weil er in die Bibliothek geht, sondern weil ich dann hoffe, dass sie auf diese Nachtwinde zu stoßen. Ich wollte es gerade sagen. Ihr seid zu meiner Bedeckung dort. Wie ist Ippolita angezogen? Steht die hier irgendwie in Weißmagier oder in Graumagier rum? Oder? Grau, einfach nur grau. Grau was? Einfach nur wie eine Händlerin, nicht unbedingt, aber irgendwie verschleiert und also es sieht nicht aus, als wäre sie Graumagierin. Okay, gut. Die hat auch ein Schwert an ihrer Seite am Gürtel hängen, also irgendwie eine Händlerin, die sich erwehren könnte vielleicht. Dann achtet jetzt gut darauf. Ich denke mal, diesen Trick hat man euch noch nicht beigebracht. Wo habe ich denn die Kreide? Ihr anderen könnt schon einmal vorgehen, ja? Wir werden dann in einem halben Stündchen hinter euch anreisen. Ja. Dann viel Vergnügen. Wenn ihr sterben solltet, war mir eine Freude. Und wenn du diese Wichser triffst, Raphim, lass mir einen von denen übrig. Euer überschwänglicher Optimismus erfüllt mich mit Freude, Raphim. Ja, das freut mich. Ich glaube, es gibt genug Gegner für alle. Das wird schön. Eine gute Einstellung. Nun gut. Ich möchte mir jetzt 10 Minuten Zeit nehmen und die Hemdsärmel und Rocksäume meiner beiden Begleiter mit unsichtbarer Kreide einreiben, um einen Schleier der Unwissenheit zu zaubern. Auf die beiden. Ich möchte einmal die Wirkungsdauer verlängern. Das kostet 7 ASP. 7 ZFP. Ich möchte mir Zeit lassen. Das spart mir 4 für dann 3er Erschwernis. Halbiert sich auf 2 runter. Und gib ihm. Ich investiere übrigens keine blockierenden ASP, falls es nicht klar war. Und damit haben wir 15 Sternchen übrig. Eine Wirkungsdauer von verdoppelt von 15, 30 Stunden. Das heißt, der Odem Arcanum ist um 15 Punkte erschwert. Plus Standard ASP, ne? Also ich glaube plus blockierende ASP. Ich habe keine blockierenden ASP eingelegt. Okay. Gut, dann weiß ich Bescheid. Dann starten wir. Wer fängt an? Das ist Sulamin. Ich denke mal, die zuerst losgehen, dann, denn wir stehen jetzt 10 Minuten für den Zauber rum und dann warten wir noch 20, bis wir einreißen. Genau, Raphim geht mit. Und Diamantis, du gehst bei den Magiern mit, ne? Dann haben wir eine Vierergruppe und noch eine Vierergruppe. Cool. Wer ist der Vierte bei uns? Nein, Abelmir kommt nicht mehr. Abelmir ist bei der ersten Truppe. Fünfergruppe. Nennen wir sie die Gewalten so. Nennen wir sie die Gewalten und die Magier. Gut, dann kommt Boltax bei euch mit und Abelmir bei Zulamin. Dann hätte ich Boltax auch mit verzaubert.
Tun wir so, und wenn er auftaucht, gebe ich dir die HSP. Ja? Also ja, genau, machen wir so. Gut, dann fangen wir an am Tor. Und zwar Bab el-Saad. Das könnt ihr betreten. Seht davor, wie gesagt, einige Wachen, die allerdings auch nicht ganz so streng kontrollieren. Der ein oder andere Scharlatan, der dann rein und raus geht, oder aber Händler. Und ja, wenig Kontrollen, die es hier gibt. Ihr könnt auch sehen, dass die wohl irgendwie einen Glimmstängel im Mund haben und während der Wache dann auch dabei sind, irgendwelche Rauschmittel zu konsumieren, die wohl... Ja, es ist wohl kein Ilmenblatt, was sie da konsumieren, sondern wohl schon etwas härter. Und so winken sie euch einfach dran vorbei. Ich, bevor wir die Stadt betreten, würde ich natürlich meinen Stab in einen Seil verwandeln und an meinem Körper schlingen. Unter meiner Kleidung. Auf meiner Haut. Ja, kein Problem. Dass ich nie als gemeiner Söldner durchgehe, weil Söldner mit Stab ist eher selten. Vermutlich ja. Hast du ein Schwert bei dir? Ein Säbel. Ein Säbel, genau. Okay, ja, könnt dann normal gerade vorbeigehen und trefft dort dann auf das Handwerkerviertel, wo dann eben auch teilweise einige Bauernhöfe hier gastiert sind. Elefanten werdet ihr hier nicht erkennen, wohl aber den ein oder anderen Esel oder aber ein Strauß, der dann hier links und rechts auf den Plantagen steht. Natürlich auch ein bisschen an Reis, das dann hier angebaut wird. Und ja, so könnt ihr dann eigentlich direkt in Richtung der Stadtmitte gehen, ohne wirklich aufgehalten zu werden. Könnt den Paraine-Tempel erkennen, wo dann auch der ein oder andere Priester gelangweilt davor steht und dann missmutig auf die Ackerplantagen blickt. Und ja, also das Viertel glänzt nicht wirklich. Also die weiße Stadt ist dann wohl eher auf dieses Hafenviertel bezogen, wo dann die Gebäude dann noch weiß getüncht sind, angemalt oder so etwas. Also Felakant glänzt hier nicht wirklich mit Schönheit, sondern hier ist es eher wie in Andergast, dass dann hier schlammige Straßen vorherrschen und die neue Aufbruchstimmung noch nicht angekommen ist. Nun, da wir zuerst anscheinend jetzt doch den Buchhändler suchen, würde ich vorschlagen, wir suchen in der Nähe der Akademie. Dort wird man wahrscheinlich eher am ehesten einen Buchhändler treffen, vermute ich. Vielleicht sollten wir uns erst einmal eine Unterkunft suchen, auch im Rahmen der Tarnung, denn es ist schon Abend und vielleicht können wir, sobald wir eine Unterkunft haben, noch einmal los. Eine gute Idee. Ich würde mir rechts und links umschauen nach einer billigen Herberge. Ja, gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Wie billig darf es denn sein? Für Sölden angemessen. Okay. 10 Sternchen. Ja, du fragst dich ein bisschen herum und wirst dann verschiedene Gasthäuser genannt bekommen. Der Elburische Hof, Qualität 7. Euch sicherlich nicht angemessen. Der Sultanshof, Qualität 5. Also Mittelmaß, ist allerdings wohl Preis 9. Das heißt, ist überteuert für die Qualität. Und da würde dann ein Söldner wohl nicht unterziehen, wenn er dann das Geld sparen kann. Haus Julmin, Qualität 2, Preis 1. Also da wirst du dann sicherlich auch irgendwelche Katzen auf den Tischen finden. Oder irgendwelche Hundekadaver, die davor liegen. Oder Shibaoth mit Qualität 4, Preis 5. Das sind so die Sachen, die dir genannt werden. Würde ich mich für Letzteren entscheiden. Das scheint mir angemessen für einen Söldner auf Arbeitssuche. Und nun, dieser Shibaros, wie ich hörte, soll nun ein recht guter Herbergswärter sein. Ja, für Söldner schon. Also, wenn ihr das wirklich jetzt sucht, dann von hier aus richtet ihr euch nach links. Wenn ihr das Tor erreicht, seid ihr zu weit gegangen. Das ist so ein Platz. Müssten auch wohl andere Söldner schon davor stehen. Irgendwelche aus der Korm oder so. Ihr könnt es eigentlich nicht verfehlen. Nur wie gesagt, wenn ihr die Stadtmauern erreicht habt, dann habt ihr es verfehlt. Auf der linken Seite, sagt ihr. Von hier aus nach links, ja. Wir werden schon finden. Ja, dann vielen Dank. Tschüss. Zulam, so, was haltet ihr von dieser Unterkunft? Sie unstandesgemäß, aber sie reicht. Naja, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, halte ich dich für einen Idioten. Wieso? Naja, weil das Gespräch noch keine halbe Stunde her ist und du schon hinbekommst.
Trak von Kekrach. Ah, Trak. Wir suchen eine Unterkunft zuerst, nicht wahr? Ich würde Tsunamin auf die Schulter tippen. Layla. Idiot. Nun, lass uns dort hingehen. Ja. Ja, wir sind immerhin nicht hier, um es uns gut gehen zu lassen, sondern um Arbeit zu finden. In der Tat, Layla. Naja, Hauptsache man verdient hier ordentlich was. Hier, es gibt wieder nur zwei Silber. Ja. Bitte? Er sagte, dass die Schenke bei Söldnern recht beliebt ist. Wir könnten fragen, ob zurzeit Söldner gesucht werden. Vielleicht können wir einen ihrer Gerüchte aufschnappen. Naja, ich werde bestimmt Freunde finden. Ja, das fürchte ich auch. Trak findet überall Freunde. Jedermann ist Traks Freund. Nun ja, die meisten wollen nicht eure Feinde sein. Naja, das reicht mir. Junge Leute. Ja, mit diesen Worten würde ich durch die Stadt schreiten und nach einer Herberge suchen, nachdem ich links abbiege. Ja, so kannst du tatsächlich dann auch direkt vor einem Gasthaus erkennen, wie dort der ein oder andere Söldner steht, der wohl auch von guter Qualität aussieht, also nichts Überdurchschnittliches, nichts Unterdurchschnittliches, genau das, was ihr wohl auch verkörpert. Du bist vielleicht als Treuzacker etwas wild und rüde, aber von höherer Qualität, und so könntest du dann dich vor dem Gasthaus Shebaoth einreihen und die anderen Korams Jäger beiseite drängen, die dort stehen, haben noch irgendwelche Wüstentücher vor ihren Gesichtern. Und kannst dann dort eintreten, siehst, wie es wieder links so ein Tresen gibt, und anstatt dass es hier Stühle links und rechts gibt, kannst du wohl eher sowas wie eine Grube erkennen. Das wirkt auf dich so ein bisschen bäuerlich oder wie so ein halber Stall. Aber es gibt wohl auf der rechten Seite auch eine Stiege, eine Treppe nach oben in die Richtung der Gasthäuser. Und in dieser Grube hat man wohl auch Gras angepflanzt. Und da sitzen dann die Leute einfach auf dem Boden. Na, das ist aber schön hier. Nun ja, was man so schön nennt. Also auf den Boden, also. Na, die haben sogar Gras gepflanzt. Das ist ein feines Haus. Das macht es nicht viel besser. Ja, du kannst auch keine Tische erkennen oder so etwas. Also die Leute haben dann einfach so kleine Lagerfeuer direkt vor sich entzündet. Und so Kohleschalen und Kohlepfannen, und man brät dann direkt bei sich am Tisch, so dass dann die Sachen nach oben abziehen, vorbei an den ganzen Räumen, wo du dann schlafen könntest, und jeder hat dann irgendwie seine eigene kleine Flamme an seinem, ja, Tisch ist es ja nicht, sondern an seiner kleinen Grillgrube, und nur derjenige, der am Tresen steht, hat da wohl irgendwie Getränke, die er dann ausschenkt, die dann tatsächlich auch nach unten gebracht werden in diese Grube. Ein bezauberndes Etablissement. Naja, ich würde sagen, ich hole uns mal so eine Pfanne. Oh, es wirkt fast nomadisch. Ja, schön hier. Ich würde mal auf den, wer auch immer hinter der Bar steht, zumarschieren. Ja, ist eine Frau, wie üblich hier in Aranien, beziehungsweise in Oron. Eine Frau, die ihren Schleier, beziehungsweise ihre Burka also du kannst nur ihr Gesicht erkennen, der Rest ist irgendwie verhüllt. Und wohl auch in schwarz gewandert, was vielleicht ein bisschen ungastlich aussieht, und blickt dich finster an, wenn du entgegenkommst. Nickt dann aber: Was kann ich für euch tun, Herr? Ich würde erstmal auf Zulamakra sagen, Schale. Sie legt den Kopf so ein bisschen schief. Ihr müsst Geretisch sprechen oder Tulamitia. Na. Keine Barbaren. Ja. Und Ferkiner bedienen wir nicht. Trollzocke. Schale. Könnt ihr bezahlen? Ich würde mal zwei Silber aus meinem Beutel suchen und ihr zeigen. Für eure Person dort? Ich würde mal auf Tsulamin und Abel mir zeigen. Dann sucht euch unten einen Platz und wir bringen euch die Schale rüber. Getränke? Was?
Was du haben? Wasser, Bier, Wein. Was willst du trinken, Mann? Bier. Bier. Dann sag das doch gleich. Jetzt setz dich runter und wir bringen die Schale hin. Ich leg das Geld auf den Tisch und geh zu den anderen zurück. Ist richtig schön hier. Nee, ich schau mich ein bisschen verstohlen um. Was, ist das Söldner um uns rum, oder? Ja. Sehen vielleicht so ein bisschen aus wie Torwaler, würdest du sagen, jetzt wo sie ihre Tracht abgelegt haben. Torwaler. Trefft man überall. Allerdings in Seide gehüllt. Das macht sich besser. Nee, macht das nicht. Also so wildes Volk. Wir können uns einen Platz aussuchen. Nun, da sollten wir uns dorthin setzen, wo wir vielleicht die Gespräche mitbekommen, vielleicht von anderen Gruppen,